Esbjerg in Dänemark und am Hafen dieser schwarze Kasten. Die weltgrößte Wärmepumpe ihrer Art, erdacht und erbaut von einer Augsburger Firma. So funktioniert's. Meerwasser wird durch Rohre herangepumpt. Im Schnitt hat es 1 bis 15 Grad. Diese Wassertemperatur reicht, um in diesem Kessel flüssiges CO2 zu verdampfen. So entsteht letztlich Wärme. Also gesamthaft brauchen wir bei der Anlage in Spitzenzeiten 4000 Liter Wasser pro Sekunde. Sagt Projektleiter Karl Böhle, der uns mitnimmt in einen Dschungel aus Rohren, Ventilen und Kesseln. Hin zum Herzstück der Anlage, den beiden Kompressoren. Jeder 40 Tonnen schwer, 60 Megawatt Heizenergie. Im Vergleich zu einem Einfamilienhaus sind wir hier 6000 Mal so groß. Ist das viel für eine Wärmepumpe? Das ist enorm für eine Wärmepumpe. Also wir können 25.000 Haushalte in der Spitze versorgen. Das ist ein Äquivalent von ungefähr 100.000 Einwohnern. Stolz drauf? Absolut, ich bin sehr stolz drauf. In 7 Jahren soll Esbjerg CO2-neutral sein, sagt der Bürgermeister von der konservativ-liberalen Venstre-Partei. Ich möchte Ihnen hier im Hintergrund unser Kohlekraftwerk zeigen. Damit hat alles begonnen, dass wir eine Lösung finden, um es zu ersetzen. Nun wird das Kohlekraftwerk zurückgebaut. Fernwärme für die Stadt liefert dann die Pumpe. Die Menschen von Esbjerg erwarten von uns, dass wir grüne Lösungen finden. Sie haben erkannt, dass wir unser Leben anders leben müssen als zuvor. Die Großwärmepumpen von MAN Energy Solutions sind weltweit gefragt. Doch in Deutschland kommt bislang kein Projekt zustande. Dabei könnte man sie gerade jetzt brauchen. Beispiel Augsburg. Fernwärme ist gefragt wie nie. Die Nachfrage explodiert, hat sich in den letzten Jahren verzwanzigfacht. Und die Großwärmepumpe könnte die Gasturbine ersetzen, ein fossiler Verbrenner, der einen Teil der Augsburger Fernwärme liefert. Sogar im Sommer könne die Technik helfen, heißt es von MAN. Ich kann auch Kälte damit erzeugen. Kälte für Krankenhäuser, die ich brauche. Nehmen Sie den Herrn Lauterbach beim Wort, der heute oder dieses Jahr speziell im Sommer nach Kälte gesucht hat. In Augsburg könnte das Wasser für die Pumpe aus dem Lech kommen. Das Problem in Deutschland sind lange Genehmigungsverfahren und vor allem der Strom für den Betrieb. Der muss grün sein, sonst arbeitet die Pumpe nicht nachhaltig. Der Eingangsparameter für so eine Großwärmepumpe ist erneuerbare Energie. Schauen Sie, in Bayern haben wir letztes Jahr 14 Windkraftanlagen in Betrieb genommen. Ich denke, da ist sicherlich noch Spielraum nach oben und dieser Ausbau muss vorangetrieben werden. Wenn das gelingt, könnte die Pumpe hier eingesetzt werden, sagen die Stadtwerke Augsburg, wo ein komplett neues Wohnviertel entstehen soll. Zunächst mal müssen wir den Strom aus dem Norden in den Süden bekommen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dann müssen wir aber auch im Süden deutlich mehr erneuerbare Energien bauen. Konkret heißt es mehr Windenergie, mehr Photovoltaik. Und wenn man da in Zahlen spricht, das muss alles 5-mal schneller passieren, wie das bisher passiert ist. In Esbjerg ist die grüne Energie vorhanden und wird weiter ausgebaut. Im Hafen liegen schon die Bauteile für viele weitere Windräder bereit. Und in einer Stadt in der Nähe ist die nächste Wärmepumpe geplant. Sie soll 2,5-mal so groß werden wie die in Esbjerg.